Mal müssen wir es jetzt machen. Nicht wackeln. Oh, das wird auch mal sehen. Mit Gerhard. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge 24 Christmas mit der kleinen zuckersüßen Katrin und dem großen dicken Bernd. Wir machen Gerichte vom Weihnachtsmarkt. Ja. Und zwar machen wir heute Gulaschsuppe. Jawohl. Aber nur, weil du meine Erbsensuppe verschmäht hast. Wenn ihr auch ein Erbsensuppenrezept wollt, schreibt es in die Kommentare, ja? Hallo, der Tim mag nämlich auch keine Erbsensuppe, aber ich liebe Erbsensuppe mit Würstchen drin und so kleine Erbschen. Du, die Suppe ist die Würstchen. Ah ja, okay. Heute machen wir Gulaschsuppe. Ja. Klassisch, von der Pike an. Jawohl. Ein wunderschönes Zungenstück, ja? Ja. Das ist auch genau das richtige Stück dafür. Ist ein Geheimtipp, Leute. Bestellt euch Zungenstück, wenn ihr Gulaschsuppe kochen wollt. Dazu unsere schöne Gewürzmischung. Katrin, was haben wir da zusammengestellt? Wir haben... Warte mal, Tim, was ist da drin? Weiß ich nicht. Wer weiß es nicht. Okay, wir erklären es. Erklären es wir. Wir haben Majoran. Wir haben Cayennepfeffer, geschroteten Pfeffer, Kümmel, Paprika edelsüß, Salz und geräucherte Paprika. Okay, das ist eine klassische... Also bei uns zumindest unser Gulaschgewürz. Ne? Ja. Und ganz zum Schluss kommt nachher natürlich noch, also Knoblauch kommt mit rein, das ist klar, kann man auch als Pulver machen, aber wir haben heute frischen Knoblauch. Und zum Schluss gibt es nachher noch so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen frisch Kümmel oben drauf, so, aber Zitronenabrieb, das ja. Muss halt sein. Ne? Ja, so, dann würden wir jetzt mal starten mit Fleisch schneiden, oder? Mhm. Okay, wer macht das? Du. Okay, ich schneide Fleisch. Ich nehme dieses wunderschöne Zungenstück hier, habe währenddessen schon mal top vorbereitet. Guck mal, wie geil, ne? Das ist schon von der Marmorierung schon stark. Es ist eigentlich ein bisschen zu schade, um Gulaschsuppe draus zu schneiden. Ne? Aber wir gucken, dass wir hier schön so dünne Scheiben runterschneiden. Steak-mäßig. So, das zeige ich gerade mal. Und wir haben hier natürlich die perfekte Mischung aus Fett und Fleisch. Ne? Deswegen empfehle ich dieses Stück. Es geht natürlich auch jedes andere Schmorstück vom Rind. Aber hier habt ihr halt, ja, wie soll ich sagen, ein ausgewogenes Verhältnis. Ja, und das gibt natürlich auch Geschmack. Und ihr seht ja gerade bei der Marmorierung hier, dieses intramuskuläre Fett, diese Einlagerung, das ist genau das, was du haben willst. Das macht das Fleisch schön zart und weich. Ja, ist natürlich auch hervorragend für Burger geeignet, ne? dieses Stück Fleisch, weil es in etwa 20% Fett hat. Ne? Sehr gut. Also guck mal, ich schneide das hier so in Gulaschstücke, Würfel. Ich schnippel das hier schnell zusammen, Katrin, dann brauchen die Leute doch uns zu warten, oder? Ja. Wir machen das fix und dann geht's ans Kochen. Hey, Quetsche! Grüße gehen raus an. Kämmerin. Topf, Fleisch, Zwiebelwürfel. Fett kommt in den Topf. Ich habe den jetzt mal hochgestellt auf 9. Kannst du reingucken überhaupt? Geht so. Gut. Und dann fangen wir an, das Fleisch anzubraten. Und zwar gucken wir mal, dass so ein bisschen der Boden erst bedeckt ist. Wir müssen das nicht, es braucht jetzt nicht so die Mega-Kruste, aber wenigstens auf einer Seite, dass wir so ein bisschen Bratensatz kriegen. Finde ich ganz gut. Wir haben natürlich auch ein bisschen mehr Fleisch geschnitten, als wir eigentlich müssten. Aber wir sind auch viele Leute, ne? Ja, ja. Arschvoll. Arschvoll, Leute. Ja, ja, ja. Drei Leute. So, und dann fassen wir das einfach mal so 5 Minuten lang nicht an. Katrin, schmeiß mal den Rest da rein. Ich würde ganz kurz noch hier so ein bisschen Knoblauch schneiden. Den können wir ja einfach in Scheibchen schneiden. Der schmort ja einfach mit weg. Das Ding ist, dieses Zungenstück, das braucht auch gar nicht so lange. Ne? Nee. Also nicht so ein übles Schmorstück, wie du jetzt beispielsweise Schulter oder so ein Bugstück hast oder so. Sondern das geht recht zügig sogar. So, Knoblauch, einfach Scheibchen. Wunderschön. Riecht gut, gell? Mhm. Ja. Es gibt ja manchmal auch so räudigen Knoblauch. Das ist so, Ja, Jungs, 3 Minuten sind wir wieder da. Guck mal! So ein bisschen Farbe hat es jetzt unten drunter. Dann gehen wir mal hier auf die Power-Taste. Sehr gut. Das ist ein guter Zeitpunkt, um unsere Gewürze da schon reinzumachen. Oder? Ja. Man kann schon mal kurz den Löffel haben, da bitte. Ein Löffel. Ein Löffel. So, oder? Timmy, weißt du jetzt, was da alles drin ist? Nee. Okay. Woher sollen die Leute das wissen, was da alles drin ist? Schreiben. Weil es unten drin steht. Richtig. So, einmal durchgerührt. Alle Gulasch-Aromen. Das riecht auch schon. Puh. Dann Fleisch gut würzen und überwürzen. Gesundheit, Katrin. Du hast war das dein Pfefferchen? Ja. Ich guck mal gerade.
spüre nochmal durch. Ja, das kann da schon alles rein. Ja, ich glaube auch. Alles rein. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und dann lassen wir es jetzt mit den Gewürzen, insbesondere mit dem Paprikapulver, noch ein bisschen weiter schwitzen und dann kommt das Tomatenmark dran. Guck mal, so muss es aussehen. Schwitzen lassen. Jetzt mache ich schon mal den ersten Löffel Tomatenmark rein. Erstmal einen, weil ich will, dass sich unten noch so ein bisschen mehr Bratensatz bildet. Jetzt kommen Knoblauch und die Zwiebeln dazu. Und Zwiebeln, bloß keine Hemmung. Kann gar nicht zu wenig Zwiebel sein. Das muss da drin, das gibt schöne Bindung, geilen Geschmack. Und der Knoblauch natürlich auch ganz. Hier ist noch ein bisschen was. Prima. Und dann wieder rühren und immer über den Boden unten kratzen, um so ein bisschen den Satz zu lösen. Die Zwiebeln bringen ja jetzt auch wieder Feuchtigkeit mit rein. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, je besser man da jetzt arbeitet, ne, und je schöner dieser Bratensatz ist unten am Topfboden, desto besser wird die Farbe am Ende. Ne? Sehr gut. Ich glaube, wir machen auch noch einen Löffel Tomatenmark dazu jetzt. So, noch zwei. Und die rühren wir jetzt auch wieder unter. Und dann immer schön so ein bisschen über den Boden abbrennen. Ja, das mache ich jetzt mal. Und dann gießen wir gleich ein bisschen was an. So, mein Timmylein. Guck mal hier unten rein. Boden. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir mit ein bisschen Rotwein ablöschen, ne, Katrin? Ja. Busy. Busy. Ich liebe es, wenn es macht. Ja, einfach einen schönen, dunklen, kräftigen Rotwein. Das ist schon ziemlich gut. So, und das lassen wir jetzt so aufkochen, beziehungsweise einkochen, bis der Alkohol weg ist, der krasse Alkohol- und Weingeschmack nicht mehr so vorherrscht. Und dann gießen wir Wasser drauf. Und in der Zeit können wir schon mal Paprikawürfel und Kartoffelwürfel schneiden. Die gehen dann nämlich auch mit rein nachher, ne? Ja. So, aber das machen wir natürlich Richtung Garzeitende, weil das würde ja sonst verkochen, weil das Fleisch ja viel länger braucht als das Gemüse. Okay, dann Katrin, guck mal hier. Schöne Würfel, Jeff, gibt es? Mhm. Nicht allzu klein, aber auch nicht zu grob, ne? Das soll ja nachher schön mit dem Löffel essbar sein. Hier drehe ich mal ein bisschen runter. Dann kann das so ein bisschen vor sich hin schmurgeln. Optimiert. Also guck mal hier rein, das sieht echt schon gut aus. Ja, also man kann es schon bald essen, so wie es aussieht. Ne? Schmeckt es noch nicht besonders? Was? Nee, ich glaube nicht. Das hast du schon probiert? Jetzt wird sehr weinig schmecken. Hat er sich gerade Paprika geklaut? Nee, hat er nicht. Macht er immer. Mag der Paprika? Ja, aber kein Koriander. Naja, mein Team, ich don't like Koriander. Das war. Ja, also wir schnippeln das hier zusammen. Kartoffeln würfeln wir mal auch noch. Und dann kochen wir Gulasch so fertig. Schau mal hier. Puh, sieht das nicht schon geil aus. Ja, so sieht es jetzt aus. Dann habe ich hier 2 Liter heißes Wasser. Davon geht jetzt erstmal hier alles in den Topf. Dann rühren wir das hier durch. Und dann sieht es doch schon fast aus wie Gulaschsuppe. So, das lassen wir jetzt kochen. Und ich sag mal so, in Viertelstunde, 20 Minuten spätestens geben wir Kartoffelwürfel und Paprikawürfel dazu. Dann kocht es nochmal. Und dann müssen wir es eventuell ein bisschen abziehen, ne, Katrin? Vielleicht ein bisschen Bindung, schauen wir mal. Ja, müssen wir. Aber wir lassen es erstmal schön einkochen jetzt, ja? Bis gleich. Also dann schauen wir mal, was jetzt hier los ist, Katrin. Ja, schau doch mal ins Töpfchen. Ich kann nicht reingucken, kannst du für mich gucken? Mach ich. Es kocht die Wäsche. Aber es riecht anders. Es riecht viel besser. Ich habe natürlich hier auf Vollpower Schmormodus gestellt. Perfekt. Magst du die Kartoffeln mal da rein transferieren, bitte? Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt, wir holen gerade noch ein Stückchen Fleisch raus. Und das kann man ja immer mal hier so probieren, einfach. Ja, absolut. Viertelstunde, 20 Minuten, dann schmeißen wir Kartoffeln dazu. Danke, Tim. Erst die Kartoffeln, dann 5 weitere Minuten kochen lassen und dann die Paprika dazu. Dann hast du nachher alles, sagen wir mal, ja, hat noch Biss. Ja? Die Gulaschsuppe schmeckt sowieso erst richtig geil, wenn man sie nochmal erwärmt hat. Dann wird die Paprika auf jeden Fall noch ein bisschen weicher. Aber das ist ja auch okay. Ja? Das ist ja ein deftiger Eintopf. Also dann sehen wir uns gleich, wenn es Paprika reingibt und dann essen wir auch schon, ne? Ja. Okay, bis gleich. Oh, die Katrin macht gerade Hofkontrolle. Dann mache ich schon mal Paprika rein. Ich habe es wie gesagt auf höchster Stufe, lasse ich es gerade schmoren. Dann gehen die Paprikas damit rein. Es sieht schon herrlich aus. Es wird auf jeden Fall ein gültiger Versuch, da bin ich mir sicher. Also, Timmy, was sagst du? Bist du schon voller Vorfreude auf unsere Gulaschsuppe? Sehr. Sehr? Sehr. Schön, dann rühre ich das nochmal um. Und dann schmort es jetzt nochmal.
ja, knapp 15 Minuten. Ihr könnt ja probieren, wenn das Fleisch weich ist, ist die Suppe soweit. Ich denke, wir müssen, ich lasse den Deckel unten, damit noch ein bisschen Flüssigkeit rausgeht und dann ziehen wir es ab. Bis gleich. Ich finde, das sieht toll aus. Wir haben gerade eine Diskussion geführt hier intern. Und zwar müssen wir die Suppe ja gleich so ein bisschen abziehen. Ne? Und normalerweise, der normale Weg wäre, jetzt ein bisschen Stärke anzurühren mit Wasser, die dazuzugeben und zur gewünschten Konsistenz, dementsprechend Viskosität abzuziehen. So, jetzt ist es aber so, es gibt ja eine dunkle Mehlschwitze und einen Soßenbinder von einer großen Firma, die auch Stärke herstellt. Und jetzt ist halt diese Diskussion, warum das immer, ich meine, es ist ja ohne Geschmack, das ist Mehl und Fett am Ende, ja? Jetzt ist die große Frage, warum ist das so verpönt? Benutzt ihr Soßenbinder zu Hause? Ich rede nicht von irgendwelchen Soßenpülverchen mit Hefeextrakten und Glutamat und keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Ich rede einfach nur von diesem Produkt, um eine braune Soße abzubinden. Benutzt ihr das zu Hause oder benutzt ihr das nicht? Würde mich mal interessieren, schreibt es mal unten rein. Und natürlich kann man mit Mehlbutter binden, also Börmanier machen und. Das geht alles, ne? Aber was ist denn da jetzt so schlecht dran? Warum ist das so verpönt? Das ist die große Frage. Hast du eine Idee dazu? Nein. Nee, gell? Nein. Timmy? Nee. Hast du noch eine Meinung zu? Aber man, es hört sich, wenn du jetzt siehst im Video, ich benutze sowas, was würdest du dann sagen? Ist das normal? Völlig normal. Ist das normal? Für mich normal. Wenn man zu Hause kocht, ja. Okay, alles klar. Naja, es ist noch nicht so weit, aber sie kommt gleich zum Einsatz. Die Soßenbinder? Sie. Sie? Die Suppe. Ah. Endsoßenbinder. Endsoßenbinder kommt zum Einsatz. Ja, es dauert noch einen Augenblick. Liebe Leute, es ist soweit. Also, ich mag immer zum Schluss noch so ein bisschen, kann man noch ein bisschen gemahlenen Kümmel da rein? Ja. Gerade so ein bisschen frisch gemahlenen Kümmel oben drüber oder halt einfach hier so, das ist eine sehr gute Menge, glaube ich. Das macht es nämlich aus, das macht diesen, ja, so einen halben Teelöffel machen wir. Und Zitronenabrieb. Aber ich habe jetzt gesehen, das macht mir eigentlich andersrum, gell? Jeder macht es eigentlich anders. Ja, ich kann das aber gar nicht. Richtig. Ich kann es, ich mache das andersrum. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das denn? Reibt ihr die Zitrone über die Microplane oder die Microplane über die Zitrone? Das ist ja wirklich... Was sagt die Microplane dazu? Was sagt Microplane dazu? Ja. Grüße gehen raus. Wobei, keine Sponsorware. Achso, hier oben steht ja auch immer Werbesendung, ne? Falls ihr euch wundert. Das machen wir einfach nur damit, also wir machen es aus folgenden Gründen. Damit wir einfach frei darüber reden können, welche Produkte wir verwenden und so weiter und so fort. Hier ist nichts gesponsert, außer die Messer von der Firma Dick. Die haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen für unsere Kochschulen, weil wir aber auch schon langjährige Freunde der Firma Dick sind. Grüße gehen raus an Christian. Liebe! Weil wir dick sind. Ja, weil wir dick sind, kann es natürlich auch sein. Ja. Und die KitchenAid. Ja, und die KitchenAid, ne? Ja, die Katrin hat mal vorhin schon nachgefragt bei KitchenAid, wie sieht es denn aus? Und die benutzen wir auch hier in unseren Kochkursen, damit ihr das auch wisst. So, dann probiere ich das mal. Uiuiuiuiui, die ist aber schon gut da. Ja, dann ziehen wir das ein bisschen ab. Magst du rühren, Katrin? Dann gucken wir mal. Oh ja, klar. Fangen wir mal mit einem Löffel an. Und wie gesagt, Stärke, Soßenbinder, Mehlschwitze. Bindfaden. Sehr schön. Sieht doch schon ganz gut aus da. Bissi kann die noch, gell? Ja. Es ist ja auch ein Haufen Zeug. Bald. Das sind ja auch ein Haufen Leute. Ja, genau. Haufen drei. Drei. Nein, aber das kann man ja auch super aufheben, ne? Die schmecken auch am zweiten Tag nochmal geiler. Ja, also Soßenbinder so viel rein, bis ihr denkt, jetzt reicht's und es ist schön. Katrin, sag du mir, ob du denkst, dass es reicht und schön ist. Ich möchte es noch einmal aufblubbern lassen. Blubbern. Ja. Ja, muss man ja auch einmal. Oh, das ist eine schöne Konsistenz. Ja, ich find's auch geil. Kimi, guck mal da rein. So sieht es aus. Wunderbar. Ich schalte ein bisschen zurück, sonst müssen wir renovieren. Genau. Ausmachen. Dann würde ich sagen, können wir das schon mal anrichten, oder? Guck mal, ja. Hier haben wir so einen geilen Steingut-Topf. Oh, nehmen wir die kleine oder die große Kelle? Grüße gehen raus an Frank. Ja, gemeinsam. So, Kelle. Rein. Guck mal, Timmy, hier. Wow. Allein das ist doch schon satisfying, wenn ihr mich fragt. Ja? Dann geht es hier. Unsere Gulaschschüssel aus dem Tapaskurs. Geht es rein. So, wird es angerichtet. Und fürs Foto müssen wir so ein bisschen mehr Fleisch drauf machen, damit es gut aussieht. So, ohne Brühe. Sehr gut. So, dann gibt es noch mal so ein bisschen Zitronen oben drüber. Da machen wir ein bisschen was Grünes drauf, machen ein Foto und dann sehen wir uns gleich zum Essen.
Geisel! Auf geht's, Katrin, wir probieren. Heiß ist noch nicht auf. Oh. Was ist schmeckt super. Voll geil. Leute, könnt ihr machen. Schöne, kräftige Gulaschsuppe wie vom Weihnachtsmarkt. Wenn ihr Gulaschsuppe nachmachen wollt oder eins unserer anderen Rezepte, was ihr in der Playlist hier oben seht, dann macht doch mal ein Foto davon, wenn ihr es nachgemacht habt und ladet es auf eure Social Media Kanäle hoch mit dem Hashtag, wo machen wir heute, Tim? Hier, gell? Hier steht er gerade. Okay. 24 Christmas. Und dann gerade nicht, wir suchen nämlich die sozialen Netzwerke durch und wir finden euch. Ja? Und wenn ihr das schön gemacht habt, könnt ihr auch einen Preis gewinnen. Unter anderem so eine schöne Schürze und der Hauptpreis unter anderem ein Kochkurs mit Katrin und mir hier im Areal 82 in Lichtenstein. Mhm. Wer da Bock drauf hat, sollte das zwingend machen. Wer keinen Bock drauf hat, was zu gewinnen, kann gerne trotzdem mitmachen. Lässt uns ein Abo da. Es kostet nämlich nichts. Das ist hier unten dieser rote Kasten, wo Abo draufsteht. Einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, freuen wir uns auch. Ja. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Adventszeit und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.